Inoffensiv. Ah. Wie geht's Ihnen? Was ist mit Ihrem Gesicht? Ich habe AIDS. Oh. Das tut mir leid. Darf ich mich setzen? Ja. Danke. Oh, sieh mal an. Sie haben ein Baby. Ja, wir haben eine kleine Tochter bekommen. Es ist ein Mädchen. Ich gratuliere. Ja, eine Woche alt. Kinder sind etwas Großartiges. Ja, danke, Beckett. Ich freue mich auch sehr. Hören Sie, ich... Was kann ich für Sie tun? Ich bin entlassen worden. Von Wyant Wheeler. Ich habe vor, gegen Charles Wheeler und Partner wegen ungerechtfertigter Entlassung zu klagen. Sie wollen Wyant Wheeler, Hellerman, Tetlow und Brown verklagen? Genau. Ich suche einen Rechtsbeistand. Ich höre. Ich hätte eine wichtige Klageschrift verlegt. Das ist deren Version. Wollen Sie meine hören? Wie viele Anwälte haben Sie vor mir gefragt? 9. Ich höre. Am Abend vor der Klagefrist habe ich die Klageschrift in meinem Büro fertig gemacht und die ausgedruckte Kopie auf meinen Schreibtisch gelegt. Am nächsten Tag war die Klage verschwunden. Kein Ausdruck mehr da. Und alle Dateien auf mysteriöse Art verschwunden aus meinem Computer. Wundersamerweise fand man dann in letzter Minute doch noch ein Exemplar der Klage und sie kam rechtzeitig ins Gericht. Einen Tag später jedoch wurde ich zu einem Treffen mit den geschäftsführenden Mitarbeitern berufen. Sie warteten auf mich im Konferenzraum. Oh, hallo Andy, kommen Sie doch rein. Und drücken Sie doch bitte mal auf den Fensterknopf. Ja, danke. Kommen Sie näher. Kenneth, Robert, Charles, Walter und Lydia. Danke, dass Sie gekommen sind. Aber natürlich. Ja, Andy, bevor wir anfangen, möchte ich noch gerne sagen, dass jeder hier in diesem Raum Ihr Freund ist. Das weiß ich, Charles. Mehr noch als Freund. Familie. Charles, ich möchte mich noch einmal für dieses Highline-Missgeschick von gestern entschuldigen. Das hat einen ziemlichen Schreck verursacht, im ganzen Haus hier. Naja, Gott sei Dank ist die Klage gefunden worden und es ist nichts weiter passiert. Dieses Mal. Was ist nächstes Mal? Es wird kein nächstes Mal geben. Das garantiere ich. Naja, es ist nur so, dass in letzter Zeit irgendwas mit Ihnen los ist, Andy. Ich weiß ja auch nicht. Sie sind irgendwie apathisch oder verwirrt. Manche glauben auch, Sie hätten ein Problem mit Ihrer Einstellung, Beckett. Wirklich? Wer denkt das? Ich. Entschuldigen Sie bitte. Werde ich soeben entlassen? Lassen Sie es mich so ausdrücken, Andy. Ihr Platz in der Zukunft dieser Firma ist nicht länger gesichert. Wir empfinden es als unfair, Sie hier zu behalten, da Ihre Aussichten begrenzt sind. Und jetzt, ich möchte Sie natürlich nicht rauswerfen. Wir haben eine Ausschusssitzung. Entschuldigen Sie bitte, Charles. Bei allem Respekt, das ist doch absurd. Das ergibt nicht den geringsten Sinn. Tja, ganz recht, Beckett. Mit Ihrer Einstellung haben Sie kein Problem. Ganz ruhig, Walter. Wenn Sie kein Vertrauen mehr zu mir hatten, wieso haben Sie mir dann die Highline-Klage gegeben? Andy, Sie haben beinahe den ganzen Fall vermasselt. Herrgott, noch eins, das alleine ist schon unentschuldbar. Das wäre eine Katastrophe für uns geworden. Aha. Thank you.